Hallo beim Wir schleichen uns an Anna heran Simulator. Dieser böse, 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 böse Wolf. Ich darf nicht vergessen, dass wir diesen Pelz hier drin haben. Ich würde jetzt gerne versuchen, da uns auch leicht kalt und eigentlich alles gerade ist. Wahrscheinlich der Schreck, den Anna bekommen hat durch den Wolf. Überlege ich. Bin meinem Ziel eigentlich ganz nah hier, deswegen kann ich auch mal kurz versuchen, das Feuer hier zu entfachen. Dafür suche ich aber erstmal noch. Ich weiß, dass der Wolf da immer noch Damen in Dus hat, aber Anna ist auch gerade ein bisschen zu kalt, um zu sagen, hey, ich hole noch den Darm. Ich würde aber gerne noch nach Holz gucken. Oder zumindest das Stöckchen. Die jetzt auch nicht gerade so viel sind. Naja, dann. Hatten wir drinnen nicht eine Kiste oder so? Da wird es ja vielleicht. Warm dabei. Beim Kaputtmachen. Na Mensch. Warum denke ich denn da nicht dran? Kiste? Kiste? Ne, eine Kiste nicht. Nur ein sehr großes Regal. Was bestimmt eine halbe Ewigkeit dauert, das kaputt zu machen. Ich kann ja mal gucken, wie lange das dauert, aber 2 Stunden? Ach, kommt. Und zack, ist uns warm. Und wir haben schön viel Altholz, das ist auch gut. Na dann. Warte, nur noch 5 Stunden Tageslicht übrig? Was ist denn passiert? Ich habe gerade das Gefühl, ich bin in so einem Zeitloch gewesen mit So Long Dark und mit mir selbst. Was ist denn da los? Komisches Geräusch. Wo war denn das? Da war das Lagerfeuer. Oh, ne, kann ich es noch abbrechen? Na, ich wollte die Lupe nehmen. Ach. Ach, ich muss mich daran erinnern, die Lupe zu nehmen. Ich vergesse das immer. Aber auch dezent wenn ich gerade hier. Na, zum Glück ist ein Wolf nicht so ergiebig. Also er kackt mir jetzt nicht die Finger ab, wenn ich den Darm jetzt nicht mitnehme vom Wolf. Wir haben genug Därme erstmal. Wirklich. Schon allein, wenn wir wieder anfangen würden, Hasen bei uns oben kontinuierlich auseinanderzunehmen, dann haben wir immer. Ja, nee, also. Ne, passt schon. Dann kann er da noch einen Moment länger mit seinen Därmen in sich liegen. Ich glaube, wir müssen hier schlafen, ne? Das Wetter finde ich jetzt gerade nicht so geil, um zu sagen, wir gehen da mal nach oben und gucken, ob wir danach weiter oben kommen. Ich gehe das Risiko einfach ein. Ausgelaugt sind wir. So einen, was haben wir noch? Ich mache mir auf jeden Fall noch was zu trinken. Aber ich glaube, da. Na, nee, auch wenn. Nee, wir müssen mal ein bisschen schlafen, ein bisschen ausgeruhter sein, glaube ich. Und ich hoffe, da kommt uns jetzt kein Sturm dazwischen. Dieser eine Song, der ist auch immer mega laut. Das ist auch super schwer für mich, das abzumischen. Schrecklich. Weil dieses Vordrängeln des Songs. Das liegt nur daran, Anna, dass du ausgelaugt bist, glaube mir. Und dass wir gerade Wasser schmelzen. Was aber, glaube ich, ganz gut ist. Für unterwegs. Ja, super. Was ist denn das für ein Geräusch? Gott. Nee. Ich gönne mir mal den Luxus und gehe mal rein und schlafe drin. Achso, bin ich noch im. Ich bin nicht noch. Wie
könnten ja mal gucken, wie uns drin 802, draußen 693. Also wir sind fast bei der 700. Also wir haben uns richtig krass nach oben geschlafen draußen. Das klingt völlig falsch. Also wir haben schön, schön viel draußen gemacht und getan. Und nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr gut. Das freut mich. Machen denn unser Abzeichen? Wo sehe ich die denn, die Abzeichen? Da. Ich glaube, die sind noch nicht... Ja, Bücherwurm könnte man natürlich nur nach vorne treiben. Denk mal, Vorläufer ist das Erste, was wir bekommen. Aber Bücher hätten wir, haben aber gar keine Bücher. Anna hat nur Durst. I will die, if I don't get food soon. Ja, warte, ich pack mal kurz hier was raus. Ich nehme einfach mal einen Voice... warte mal, ich kann es ja gleich mal austesten. Ich kann das gleich mal austesten. I'm gonna need to rest soon. Ich jetzt 3 drücke. Nee, dann schmeißt er das G. Das Reh raus, okay. Schmeißt er das raus, weil das weniger Zustand hat oder weil der Wolf halt wirklich kein Wolf möchte, was ich verstehen kann? Machen wir so. Hätte mir vielleicht mehr zu essen mitnehmen sollen, ich weiß es nicht. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Aber erstmal geht Anna schlummern. Und dann geht's weiter auf der Reise. Oh, das ist noch Schnieke. Wie viel? 7 Stunden? Wie sieht's denn draußen aus? So vom Wetter. Sieht man was? Oder bräuchte ich Night Goggles, um überhaupt was zu sehen? Eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Wenn mir jetzt hier nicht ein Wolf in die Felde kommt. Ist das super. Kommen wir schon mal ein bisschen voran. Klasse. Weil wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir sowieso wieder zurück. Oh, da liegt ein Reh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Es hat zwar kaum noch was. Ach so. Ja. Aber ich nehme es trotzdem mal mit. Warum ist denn das so warm in der Nacht? Das hätte auch noch eine Haut. Ach, komm. Ich muss noch mal zurück. Wir haben eine Errungenschaft. Die seht ihr nicht. Errungenschaft. Spare in der Zeit. Was ist das? Was habe ich jetzt gemacht? Dass ich die bekommen habe? Ich komme nicht mehr raus. Spare in der Zeit? Cool. Da war ein Rehkopf abgebildet. Spare in der Zeit. Ja, Anna. Bleib mal jetzt ruhig. Mann, da ist ja. Wird man ja etwas gestört in seinem Ablauf. Das packe ich jetzt ja auch natürlich raus, ja. 75%, aber ich werde da bestimmt jetzt nicht extra gleich ein Feuer für machen. Das werde ich später machen. Ich gehe erstmal weiter raus. Obwohl, war uns jetzt sehr kalt, ja, ne? Ich habe es ja leicht übertrieben. Mal wieder. Was könnte denn noch schaffbar sein? Ich muss ja auch mal ein bisschen mutig hier werden, ne? Manchmal wechselt es bei mir so zwischen total vorsichtig und dann total mutig und dann ein bisschen zu mutig und dann wieder überhaupt nicht.
Ich will aber auch nicht rennen. Ich wollte eigentlich immer, ich dachte, da sind Bartflechten, aber gut. Da hoch! Kommen wir da hoch? Mir ist nämlich so, dass man hier langkommt, wenn man von oben, vom idyllischen Tal mal kommt. Ich nehme mir mal ein paar Stecker noch mit, dass wir vielleicht noch ein Feuer machen können. Extra für das Fleisch. Soll das halt reichen? Das sieht ein bisschen sehr steil aus, hä? Ja, bibber, bibber, Anna. Bibber, bibber. Wir sind gerade leicht dem Rotstatus verfallen. Kommen wir hier hoch? Uiuiui. Uiuiui. Anstrengend, Anna, anstrengend. Ja, ja. Na los. Wir kommen hier hoch, das ist super. Mir war nämlich total so, deswegen habe ich oft das auch durcheinander gebracht, ob man unten da rauskommt bei der Tankstelle oder ob man hier oben rauskommt. Also nicht hier oben, sondern da unten bei dem Container oder ob man hinten bei den Fischerhütten. Wenn man nämlich vom Rätselsee kommt, jawohl, dann kommt man nämlich bei den Fischerhütten raus, aber... Ja, sehr gut, dann fangen wir mal von hinten, nehme ich an hier. Wir müssen uns die Wusel an der Tankstelle erstmal nicht antun. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das freut mich, dass es in der Ordnung hat. Sehr gut. So, sollte ich jetzt... Ich überlege, ob ich den Rest schlafe oder... Noch schnell ein Feuerchen draußen mache. Oder erstmal hier... Mit Laterne... Ach komm, wir durchsuchen mal ein bisschen. Machen wir am liebsten. Wir hätten sogar einen Stuhl, den wir auseinandernehmen können. Ja, das passt ja. Das Tee. Jawohl. Kiste noch. Die kann ich auch auseinandernehmen. Dafür mache ich mal kurz die Laterne aus. Kiste. Mit der Hand. Oh. I could eat anything. Ich glaube, dann mache ich das doch erst so. Müde. 5 Stunden. Und esse erst am nächsten Tag. Ich wechsle mal kurz das Trinken. Ich habe bin heute Multitasking, was das Trinken angeht. Multitasking fähig, wollte ich sagen, dazu. 2 Stunden Dunkelheit. Komm, ich weiß, dass wir jetzt vielleicht Zustand verlieren, aber ist mir gerade ein wenig egal. Dafür, dass das Reh jetzt aber da schon eine ganze Weile lag, so kann ich nämlich genau... war es aber noch ganz gut, ne, vom Zustand her des Fleisches. Und dann mache ich draußen dann sofort, oh, Stoff, sofort... Where? I find something noch ein Feuer eat. Und Brat. Oh. Ein Sweatshirt. Aus schwerer Baumwolle mit Rundhalsausschnitt. Leistet an windigen Tagen gute Dienste, hält aber generell nicht besonders warm. Ein Sweatshirt. Wo würden wir den denn anziehen? Wahrscheinlich hier drunter, ne? Und da haben wir schon gute Sachen. Wir könnten jetzt höchstens sagen, wir nehmen den mit raus und reparieren den. Wegen dem Flicken. Looks like this has been here a while. Wir könnten natürlich auch einfach mal... Oh, der Tee. Den Tee sollten wir auch unbedingt kochen. Verlieren wir jetzt gerade keinen Zustand mehr. Wenn ich nehme ich mal so ein Kissen auseinander. Nehmen wir mal das Sweatshirt. Warum ist denn das nass? Weil wir das angefasst haben? Nee, jetzt mal ehrlich, warum ist denn das nass? Hallo, ist hier jemand? Herr Baker, vielleicht? Hä, warum ist denn das nass? So, ich gehe mal raus. Mache ein Feuerchen.
Falls das Spiel das so will. Hier ist sie geschützt. Okay, sie geschützt. Gut. So, nur ein ganz kleines Feuerchen. Oh, Erfolgschance ist neu. Wow, toll. Ich denke, bei der Tee wird er bestimmt noch durchhalten, bis wir dann wieder irgendwann zu Hause sind. Wenn nicht, muss ich den zwischendurch halt garen. Come on, little fire. Wo ich ihn auch jetzt schon garen könnte. Ich weiß aber nicht, ob das mehr ausmacht. So eine Tasse Tee ist dann doch schwerer als so eine Packung Teebeutel, ne? Also. Deswegen glaube ich, lasse ich das erstmal. Weil wir brauchen nicht unbedingt das da. Noch mehr Krams im Inventar. So gut. Trinken haben wir ja eigentlich auch noch genug. Ja, das haut schon hin. Habe ich jetzt zwar vielleicht umsonst ein Feuer gemacht, aber... Na, umsonst was nicht. Wir haben ein Stück Fleisch garen können und ich überlege, ob ich weitergehe. Vorher würde ich aber noch mal ganz kurz... Wir haben nämlich Schuss... Hier, Gewehrschusswaffe. Präzisionsreichweite um 20% erhöht, kritische Trefferchance um 15% und 3 Zustand pro Reparaturaktion. Du bist im Umgang mit dem Gewehr bewandert. Du kannst weit entfernte Ziele treffen. Aha. Und hast ein besseres Gespür dafür entwickelt, wie deine Schüsse am effektivsten sein können. Du weißt, wie du dein Gewehr im guten Zustand hältst. Tu ich das. Alles klar. Ich lasse jetzt das mal alleine hier. Ach nein, Quatsch. Wartet mal. Wartet mal, wartet mal. Das kann ich doch noch ausnutzen. Ich wollte doch. Total vergessen schon wieder. Warum ist der nass? Wer war denn hier und hat den da hingelegt? Möchte den nämlich einfach nur reparieren. Um den repariert zu haben, um die Punkte dafür zu bekommen. Jetzt wären wir natürlich taub. Ist aber nicht so schlimm. Sehr gut. 0508. Ja, ja, ich gehe ja schon wieder rein. Damn. Dann können wir den nämlich hier wieder ablegen. Pack den mal hier rein. Da ist er sicher und warm. Und wir haben die Punkte fürs Flicken dafür bekommen. So, taub und verhungernd natürlich. 960, 902. Ach, Anna, na dann halt so. Wollen wir warten oder schlafen? Ich glaube, ich schlafe eine Runde. Es sollte gehen. Und dann müssen wir doch da oben jetzt eigentlich zur Mine kommen, die zum idyllischen Tal führt, oder? Ich schaue mal, was ich da entdecken kann. Ach, ja, ja, ja. Was haben wir denn heute? Heute müsste Freitag sein, oder? Ich hoffe, ihr habt vielleicht schon eure Woche gut überstanden und könnt jetzt schon ein wenig schon Wochenende haben. Das würde mich sehr freuen für euch. Ich mag Freitag immer sehr. Es ist ein schöner Tag, der Freitag. Dass man wirklich, ich finde, da bin ich immer sehr entspannt an einem Freitag, weil ich weiß, jetzt kommt erstmal der Samstag und dann kommt der Sonntag. Außer es steht natürlich was an am Wochenende, dann ist es dann vielleicht eher nicht so entspannt, aber... Nächste Woche, Samstag zum Beispiel, steht ein Konzert an, mal wieder von A Day to Remember in Berlin. Und danach werde ich dann mal nach Frankfurt fahren. Und vielleicht meinen werten Date da schon mitnehmen können. Und meine Eltern kurz besuchen und der ganze Kram und dann Sonntag wieder nach Magdeburg fahren. Ist schon komisch. Ich hatte noch nie so die Situation zu sagen, ich fahre mal nach Hause. Also nicht in dem Sinne, dass ich wirklich weiter weg wohne. Krass, jetzt sind wir hier oben. Richtig gut eigentlich. Ich würde auch schon gerne durch die Mine gehen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde noch nicht aus der Mine rausgehen. Also, dass wir das idyllische Tal entdecken, das noch nicht. Ich würde einfach gerne durch die Mine gehen. Hab ich totale Lust drauf. Ist auch mal was anderes.
Am Desolation Point haben wir halt viele Minen gehabt. Hier irgendwie, ne, an der Küstenstraße eher nicht so. Aber gut. So, die können wir nicht auseinandernehmen. Dann gehe ich hier rein. Und kann den Part beenden. Und im nächsten Part werden wir ein wenig uns hier die Mine ansehen. Ich sehe, da steht schon Lampenöl. Oh. Und eine Magnesiumfacke. Ja, ja, das sind alles Sachen, die wir uns dann zu Gemüte führen werden. Auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen guten Start des Wochenende. Und wir sehen uns dann morgen wieder im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.